fahren wir hin? Oder warte! Warte, mach doch diese Woche einen Job! Du musst die Welt retten, Digga! Wir sehen uns! Yeah, yeah, let's go! Was geht ab, ihr Wichser? Und jetzt kommt zum erneuten Video hier auf meinem Kanal. Wieder ein wunderschöner Vlog, immer sonntags um 12 Uhr. Im heutigen Vlog geht's nach Bielefeld, wo sehr, sehr viel Scheiße passiert ist. Und da das der Hauptteil von dem Vlog ist, geht's danach nur noch kurz zum Fußball, um meinen Sohn zu supporten. Und ja, ich hoffe, der ganze Vlog gefällt euch. Let's go! Ayo! Was läuft, was läuft? Was läuft? They can match me, I'm at SB. I got your girl, I see. Ich wollte auf, ich wollte mein Jahrrad zeigen. Es geht! Moin, 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 moin! Bin ich auf Video? Nein. Ist ja widerlich. Ohne Spaß, ne? Ja. Für heute und für dieses Video bist du einfach KS-Freak, Digga. Klar nenn ich dich dann Hure. Okay. Hier sehen wir meinen neuen Lambo. Klangmäßig würde ich sagen, weltweit so die Speerspitze an Assigkeit. Mäßig, der Urlaub kann beginnen, Digga. Habt ihr Jack Daniels für die günstigen 3 Euro gekauft? 5. Was? 5 eine Dose. Wir haben 10er geblecht jetzt dafür. 10,48 sogar, plus irgendwie Pfand oder so. Ja, Pfand. Ich hab dir den Preis sogar gesagt gehabt, Alter. 10,48, Digga. Du hast ausgerechnet. Das hier ist Daniel Jung. Pass ihn? Ja. Kannst du kurz sagen, wo wir sind? Weil ich weiß es nicht. Digga, ich glaube in Bielefeld, oder? Ich weiß echt nicht, wo wir sind, Digga. Der braucht keinen Plan. Aber das Kennzeichen zeigt Heiz. Sag's mit X, war wohl nichts, gell? So ein Ding ist das. Komm mit in den Alkoholkeller. In den Weinkeller. Komm mit in meinen Weinkeller. Einmal rein in den Weinverkauf, Jungs. Der Wein aus 1998. Die kleinste Flasche sind 100 Euro. Und die Garros 600 Tacken! Das war's hier aber wirklich komplett. Wenn ihr trinken wollt, bis Spaß. Ist kein Problem. Es gibt noch immer. Denn ich trinke nicht, denn Alkohol ist schlecht, keine macht den Drogen. Lukas ist der Typ, der halt immer fahren kann. Brutal. Wie abgewichst bist du von einer Skala 1 bis 10? Digga, Jack ist total, Mann. Guck ihn mal an. 9 und 11 stimmt schon, Digga, guck ihn mal an. Er ist zum Absturz. Den kannst du nicht trinken, der ist gut. Den kannst du nicht trinken. Was? Das ist Alex. 40 Kilometer entfernt von Mika. Wie viel? 40 Kilometer. Du hast falsch eingegeben gehabt. Lukas, wie lange haben wir jetzt gebraucht, um scheiß Parkplatz zu finden? Gefühlt eine halbe Stunde. No joke, wir sind die ganze... Kannst du aufhören, in meinem Video zu rupsen, danke? Nein. Wir sind ungelogen, wirklich eine halbe Stunde. Wer ist vergisst? Bäh! Ja, wir haben lange gebraucht, um Parkplatz zu finden. Ich möchte mich wieder ganz gechillt begrüßen aus Bielefeld. Was läuft jetzt? Saufen, Kachis abflippen. James Dean, Alter, der Echte. Also. Ganz ehrlich, scheiß auf die anderen. Scheiß drauf. War das gerade unsere Bahn? Das war unsere Bahn. Aber wir geben einen Fick. Oh, weißt du, wenn man denkt, Lukas sieht schon bescheuert aus, gell? Von 1 bis 10, wie gut ist der Trip bis jetzt? Bis jetzt eine 5. Kommt drauf an, wie viel Alkohol es noch geben wird. Also für den nicht mehr so viel. Adam, ich will einfach nur Burger essen. Wir sind alle viel zu groß, Digga. Komm. Gib dir mal diese Ausschuss. Ja, Mika, du musst jetzt auch was. Let's go! Nimmst du das auch? Ja. Okay, perfekt. Wer gewinnt 50 Euro? Meine Familie auch in Syrien gehört, auch in Syrien gelebt. Jetzt ja, sind wir in der Türkei. Bei mir genauso. Wie heißt du mit Nachnamen? Ihr seid Verwandter. Walla, Titi, das ist deine große Schwester. Das ist das, Digga. Mein Opa kennt den. 50 Jahre, keine Scheiße, Digga. Walla! Ey, Digga, die sind verwandt. Bro, ich war 300 Kilometer hierher dafür, dass ich irgendwie Taste Wand trifft aus Düsseldorf. Familienbrennpunkt, da bin ich ganz scheiße, Mann. Ich meine, wie heißt das, wo die sich wiederfinden, Bro? Ich weiß nicht, wie heißt das denn? Ey, wie heißt die? So eine Frau, wie heißt die? Das sind klärt sich immer seine Cousine. Walla! Alex, wie war der Abend? Ciao, Cousin. So ein Lügner! Also, ich fand den Abend echt witzig.
Verpiss dich. Verpiss dich. Mega krass, Mann. Voll geil. Wunderschön. Fabelhaft. Oh Mann, Alter. Arschgeile Aktion. Mika hat Fenster offen gelassen. Bei 12 Grad draußen oder so. Mir ist verdammt kalt. Ich höre jetzt hier um 5 Uhr. Beziehungsweise halb 6. Notfalls ist es möglich, auf den Sitzen von diesem wunderschönen Aff hier zu schlafen. Jetzt haben wir 8 Uhr, das heißt, ich habe roundabout so 3 Stunden gepennt. Ist jetzt nicht viel, aber ist etwas. Jackie am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wenn ihr so aussieht, schreibt mir bitte. Ich hab auch aus dritter Dimension aufgewacht. Ich bin einer von Jungs. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Ich soll kommen, wie ich bin. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Hey, was geht das denn? Schnecke! Oh, wo fahren wir hin? Oder warte! Oh, du machst doch diese Woche Jokes! Du musst die Welt retten, Digga! Wir sehen uns! Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen und es ist dieser Moment, wo man selbst merkt, dass die Familie weiß, dass du ein kompletter Fettsack bist. Ich dachte mir so, oh nice, Gulasch, erstmal snacken. War es gerade eine Ansage oder was? Falls ihr diesen Song erkannt habt, schreibt mir. Also ich will kurz sagen, wir sind auf dem Spiel. Wo wir vor einen Typen gekommen sind, der gerade auf der Bank sitzt. So, Bro, wie läuft's bis jetzt? Halbzeit 2-2, aber unser Mann ist noch nicht auf dem Feld. Aber wenn er auf dem Feld kommt, oder er kommen sollte, wird er genau vor uns spielen. Das Einzige, was jetzt passiert ist, mit unserem Mann hat einer eine Interaktion gebracht und das war seinem Teamkameraden eine Flasche Wasser gebracht. Hier ist der MVP des Tages. Moin, Meite! Dafür bin ich jetzt gekommen. Ich wollte den Ball annehmen. Dafür bin ich jetzt gekommen. Ich wollte schön ein Video machen, wie du hier Elfmeter machst und das entscheidende Tor schießt. Ich hab mich verletzt. Was machen wir jetzt? Unseren Sohn supporten. Woke up this morning holding my head, thinking last night is... Wow! So I'm making up as I go! Wow! Wow! I'm making up as I go! Wow! As I go! With no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Sohnemann, 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 kommst du heute noch rein? Like den Kanal, abonniert das Video, checkt mich auf Instagram ab. Jeden Sonntag um 12 Uhr neuen Vlog. Wer hat's bis zum Ende durchgehalten, Jungs? Wer hat's durchgehalten bis zum Ende?